Wenn ihr dieses Video hier gerade seht, dann interessiert ihr euch auf diesem Kanal vielleicht nicht nur für Filme und Serien an sich, sondern auch für mich als Person, was mich tatsächlich freut. Vielen Dank dafür. Denn dieses Video ist wie der Titel und das Thumbnail und alles Mögliche schon sagt, kein normales Video, was jetzt zu irgendwie besonders zu einer Serie oder zu einem Film ist, sondern es ist ein Q&A, Fragen und Antworten über mich, an mich, für mich, mit mir. Genau, denn ich habe unter einem meiner letzten Videos, was ihr natürlich auch auf diesem Kanal findet, gefragt, ob ihr vielleicht mal Interesse hättet, irgendwelche Fragen, die ihr mich stellen wollt, persönlicher oder auch nicht persönlicher Natur. Und dieses Feedback war gut und ich habe es gefeiert. Sehr viele von euch haben sich dafür interessiert und haben auch eine Frage gestellt. Beziehungsweise vielleicht auch sogar mehrere Fragen in einem. Dazu habe ich dann auch noch einen Community-Beitrag gemacht und da kamen auch einige Fragen zusammen. Und diese werde ich heute in diesem Video beantworten. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Naja, nicht ganz. Ich habe mir was überlegt. Und zwar würde ich dieses Konzept hier gerne Couch Comments nennen und würde das gerne auf Dauer einführen. Das heißt, direkt an euch appelliert, wenn ihr weiterhin Fragen habt, die mir gerne stellen würdet, haut sie gerne unter dem Video, aber auch unter anderen Videos in die Kommentare mit dem Hashtag Couchcomments. Seht ihr wahrscheinlich auch hier irgendwo irgendwie eingeblendet. Und dann werde ich davon ein paar sammeln und dann immer mal wieder so ein Video machen. Heißt, wenn genug Leute Interesse daran zeigen, kommen vielleicht solche Videos öfter. Ich werde auch ab und zu mal einen Community-Post dazu nochmal machen. Und ja, ich habe hier in dem Video, ich glaube, ungefähr 13 Fragen und ich versuche die alle relativ zügig, aber auch ausführlich zu beantworten. Aber ich sage direkt schon, es sind einige dabei, wo wahrscheinlich zu diesem Thema irgendwann mal auch ein Extra-Video kommen wird. Ich habe hier die Fragen und würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Ich lese die jetzt hier einfach mal ab. Das wird auch komplett anders sein als sonst. Also es ist, ihr merkt euch vielleicht einen Unterschied. Das ist vielleicht ein anderes Video als sonst immer. Frage Nummer 1. In welcher Stadt lebst du? Ja, was soll ich sagen? Also Stadt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich wohne auf dem Dorf. Ja, ich bin ein Dorfkind schlechthin. Ich sag mal so viel, ich komme aus dem wunderschönen Westerwald. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen drin was. Ich sag mal so, die nächstgrößere Stadt, die jetzt bei mir in der Nähe wäre Siegen, was aber in Nordrhein-Westfalen ist. Ich lebe in Rheinland-Pfalz und da wäre die nächstgrößere, vielleicht bekanntere Stadt Wissen. Aber auf jeden Fall, ich wohne in einem kleinen Dörfchen namens Katzwinkel. Ja, und es ist genauso ein Kuhkaff, wie man sich beim Namen vorstellt. Kommen wir zur zweiten Frage. Welche Charaktere in The Walking Dead sind für dich die unnötigsten? Okay, das ist also unnötig. Also ja, falls euch interessiert, ich habe mal eine Liste von meinen Charakteren gemacht, so eine Character-Rank-Tierlist. Checkt's gerne mal aus, da seht ihr auf jeden Fall, wen ich am meisten mag. Am unnötigsten ist tatsächlich nochmal irgendwie eine andere Kategorie. Ich glaube, ich finde am unnötigsten, tatsächlich am unnötigsten würde ich RJ sehen oder auch Herschel, also den Herschel Kleinen von Maggie, der Sohn, weil diese zwei einfach mal in der Serie halt bis jetzt null, null hatten so. Also es sind Stand jetzt natürlich die unnötigsten Charaktere. Es liegt aber einfach daran, dass sie einfach noch keinen Charakteraufbau hatten. Aber wenn wir von den Hauptcharakteren ausgehen, würde ich wahrscheinlich am unnötigsten tatsächlich sehen. Auch wenn sich jetzt der ein oder andere denkt, okay, Laurie, weil ich Laurie hasse, würde ich aber sagen sogar Andrea, weil ich finde, Laurie war einfach useless, also hatte einfach nichts zu tun, aber Andrea hat halt auch nur Scheiße gebaut. Und deswegen würde ich vielleicht Andrea sagen. Aber das ist eine schwere Frage, muss ich sagen. Mögen und unnötig einschätzen ist irgendwie noch so zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber tendieren würde ich tatsächlich so Andrea. Oder halt RJ oder Herschel Junior. Die dritte Frage ist tatsächlich eine ausführlichere Frage. Ihr seht es ja hier eingeblendet. Ich fasse sie einfach mal kurz zusammen. Es ist eine The Walking Dead Frage. Und zwar bezieht sich die Frage darauf, warum die Leute in The Walking Dead nach einem Biss von einem Zombie meistens relativ zeitnah sterben, abgesehen jetzt von Armbissen oder Beinbissen, bezüglich Amputationen. Der Kommentar war natürlich noch ein bisschen ausführlicher und ich habe den, also der Kommentar ist wirklich 10 von 10, muss ich sagen. Und da habe ich auch schon gesagt, da werde ich mal ein eigenes Video zu machen, weil ich denke, das ist für so ein Frage-Antwort-Video ein bisschen viel und ein bisschen lang. Weil ich denke, ich habe da mitunter vielleicht die logischste Erklärung für. Vielleicht auch nicht, man wird es dann sehen. Aber an für sich würde ich einfach mal in dem Fall sagen, um die Frage hier zu beantworten, ist kompliziert, wird ein extra Video zukommen. Machen wir das mal so, ja? Frage Nummer 4 bezieht sich auch wieder auf The Walking Dead. In welcher Gruppe wärst du am liebsten? Alexandria oder dem Sanctuary? Angenommen, Negan hätte Alexandria nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin ganz ehrlich, ja? Ich bin Serien-, Film-, spieletechnisch immer lieber so der Bad Guy. Ich stehe irgendwie immer auf der Seite der Bösen. Batman und Joker finde ich halt Joker wesentlich attraktiver. So, ich finde die Bösen halt irgendwie immer cooler und interessanter. Bei The Walking Dead ist es jetzt was anderes. Natürlich feiere ich Negan abgrundtief, aber es ist halt auch Rick da, es ist Daryl da, es ist Maggie da und so. Alexandria ist halt auch schon cool. Ich würde aber trotzdem zum Sanctuary tendieren, weil ich finde persönlich, dass es in
reell betrachtet gesehen in der Apokalypse meistens wirklich halt das, der Stärkere gewinnt ist. Und in dem Fall muss man sagen, hat Negan mit dem Sanctuary, mit den Saviors, einen sehr guten Weg gefunden, viele Leute sicher zu beschützen und die vor allem unter Kontrolle zu halten. Natürlich mit Angst und Gewalt. Und wir haben natürlich auch gesehen, dass es in der Serie nicht so gut funktioniert auf Dauer. Aber man muss auch sagen, liegt aber auch nur daran, dass die in der Serie halt die Bösen sind. Und wenn wir jetzt ganz weiter spinnen und sagen, Negan ist mittlerweile immer noch dabei, ist mittlerweile auf dem Weg des Ich bin eher der Gute, muss man sagen, okay, wahrscheinlich waren die Mehrzahl der Fans auch eher so ein bisschen so gesagt, okay, hier Negan ist halt schon ein krasser Badass. Aber Alexandria hat halt unsere altbekannten Gesichter. Aber ich glaube, ich wäre trotzdem Sanctuary, muss ich sagen. Weil da habe ich letztens auch ein interessantes TikTok zugesehen. Der Grund, warum die Saviors Saviors heißen, was ja so viel wie Retter oder Beschützer oder so heißt, meine ich. Der Grund liegt einfach daran, dass wenn man die Geschichte aus Negans Sicht gesehen hätte, genau wie Ricks, also quasi Negan wacht im Krankenhaus auf und dieser Verlauf kommt und bis zum Ende, würde Negan halt als für sich als Held dastehen. Und das ist halt so dieses Schurkending. Die Schurken stehen in ihren Augen, sind die immer die Guten, beziehungsweise halt die Helden, weswegen halt auch der Name entstanden ist. Tatsächlich ganz cooler Fun Fact. Ich würde, glaube ich, Saviors sagen, also Sanctuary. Frage Nummer 5. Welche Serie ist für dich underrated? Sehr gute Frage und vor allem habe ich auch gemerkt, eine für mich sehr schwer zu beantwortende Frage. Denn ich hätte jetzt so aus dem Stegreif kaum Serien in meinem Kopf, die jetzt wirklich so krass underrated wären, die ich auch wirklich aktiv gucke. Ich würde einfach mal behaupten, weil ich glaube, das ist so eine Serie, die eher so wirklich eine sehr nischenspezifische Zuschauerschaft hat, würde ich sagen Teen Wolf. Teen Wolf ist eine Serie, die habe ich wirklich sehr, sehr lang geguckt, auch oft von Anfang an wieder rewatched. Und ich muss sagen, Teen Wolf, finde ich, ist, glaube ich, so nicht so ein riesiges Fandom, aber halt ein sehr spezifisches und knallhartes. Das ist so eine Serie, die ist halt auch nicht für jeden was, aber ich glaube, die ist vielleicht, es ist halt schwierig. Teen Wolf ist schon bekannt, aber halt schon auch eher so, so dieses so, oh mein Gott, Werwölfe, oh mein Gott, irgendwie so. So Twilight-verseucht, würde ich es mal nennen. Aber eine underrated Serie kann ich auf jeden Fall erwähnen. Die habe ich persönlich selber letztens erst angefangen. Wird auch ein Video zu kommen, denn ich wurde in den Kommentaren auf eine Serie aufmerksam gemacht, die auch von AMC ist. Und das ist Into the Badlands. Ich bin mit Staffel 1 fertig. Ich habe Staffel 2 angefangen. Und ich sag's mal so viel, die Serie kannte ich nicht bis zu diesem Kommentar. Noch nie was von gehört, noch nie was von gesehen. Und ich sag's mal so viel, bis jetzt ist sie wirklich cool. Und wie gesagt, sehr, sehr underrated, aber es ist halt auch in dem geschuldet, dass es auch wirklich sehr, sehr, sehr nischig ist. Also es ist halt jetzt nicht so, wo ich sagen kann, wenn ich jetzt 5 von meinen Freunden nehme und denen die Serie zeige, bin ich mir sicher, keiner wird die mögen oder zumindest so sagen, oh ja, kann man sich angucken, aber ist jetzt nicht so auf Dauer. Deswegen wird das auf jeden Fall unter die underrateden Serien fallen. Aber wie gesagt, auch Teen Wolf, glaube ich, wäre so für mich die Serie, die ein bisschen eher unterm Radar fliegt. Kommen wir zu Frage 6 und das ist auch eine sehr spezifische Frage. Wenn du alles Budget der Welt hättest, was für einen Film würdest du drehen, welches Genre, welche Darsteller und was für eine Story würde der Film haben? Liebe Grüße und mach weiter so. Ja, an der Stelle gehen direkt mal Shoutouts raus an den guten Director Dennis. Ist ein YouTuber, der ähnliche Videos, würde ich sagen, ich mal macht wie ich hier. Auch Richtung sehr viel Marvel, DC, also sehr in die Comic-Sparte, würde ich sagen. Auch sehr viel Star Wars. Und den habe ich jetzt auch vor kurzem, sag ich mal, entdeckt und gucke mir seine Videos auch gerne an. Deswegen hier Shoutout an dich, mein Bruder. Check den auf jeden Fall mal aus. Macht sehr gute Videos, finde ich. Und diese Frage, ich sag's ganz ehrlich, kann ich noch nicht beantworten. Ich werde hier eine eher maue Antwort geben. Aber ich werde mich mal hinsetzen und werde mich mal wirklich damit auseinandersetzen und werde dazu mal ein extra Video machen. Denn hätte man die Frage jetzt auf ein Spiel bezogen, so wenn ich das Budget der Welt hätte, was für ein Spiel würde ich machen, hätte ich die Antwort perfekt gehabt. Die hätte ich direkt ausgelegt, aber bei einem Film hat es mich tatsächlich überrumpelt. Vielleicht nehme ich die Frage auch Serie mit rein, aber ich glaube, nee, Film ist schon spezifischer. So ein Film, ich wüsste auf jeden Fall schon, welches Genre er hätte, denn ich muss einfach sagen, abgesehen davon, dass The Walking Dead meine Lieblingsserie mitunter ist, es wäre ein Zombie-Film. Es wäre ein Zombie-Film, glaube ich. Weil alles andere wäre für mich so, ich wüsste nicht, was ich sonst so machen wollte. Weil so Comedy ist zwar geil, aber ja gut, es gibt viele gute Comedy-Filme und das ist halt schwierig. Ich werde auf jeden Fall ein Video dazu machen, ein extra Video, um die Frage jetzt zu beantworten. Ich würde auf jeden Fall als Genre Horror, denke ich, nehmen. Ich denke, es wäre ein Horrorfilm. Das auf jeden Fall. Kommen wir zu Frage 7. Ich bin ein riesiger Breaking Bad und Better Call Saul-Fan. Wie stehst du zu Breaking Bad? Bist du ein Fan oder eher nicht? Wenn ja, was gefällt dir? Ja, ich sag's mal so, Better Call Saul habe ich noch nicht gesehen. Breaking Bad habe ich mal vor, also habe ich noch nicht durch. Habe ich vor einer gewissen Zeit mal angefangen und immer mal wieder stückchenweise. Ich sag's mal so viel, die erste Staffel, finde ich, war schwer durchzuquetschen. Also ich hatte immer das Gefühl, oh mein Gott, wo kommt hier mal der Vorschritt? Es hat sich gezogen wie Kaugummi. Aber an für sich
saugeile Serie. Frage Nummer 8. Welche The Walking Dead Charaktere würdest du mal in einem 1 vs 1 sehen? Ja, was soll ich sagen? Also abgesehen davon, wenn euch das interessiert, ich habe schon ein paar Videos, die sind auch mal hier die Playlist verlinkt, Character Clash gemacht, wo ich auch The Walking Dead Charaktere gegeneinander angetreten lassen habe, tun. Das war kein deutscher Satz. Und ich bin ja momentan an einem Character Clash Turnier dran, wo ich euch direkt mal sagen kann, das wird diesen Sonntag nämlich der zweite Teil von kommen. Aber da jetzt in dem Fall nicht die Charaktere, die ich unbedingt mal gegeneinander fighten sehen wollte, da drin vorkommen, würde ich einfach mal sagen, ich glaube einfach aus dem Grund, weil wir es niemals sehen würden, fände ich ein sehr, sehr interessantes Battle. Shane gegen Negan oder Shane gegen den Governor. Das wäre ein interessantes Battle. Oder Rick versus Alpha. Wäre auch stark. Also das wären jetzt so drei Battle, die ich auf jeden Fall gerne sehen würde. Aus dem Grund, weil wir sie halt niemals definitiv nicht sehen, weil die Charaktere da einfach tot sind, um die es in dem Fall geht. Aber das wären so 1 vs 1, die würde ich auf jeden Fall fühlen, die auch in der Serie gesehen zu haben. Vor allem alles mit Shane wäre schon sehr sau interessant geworden. Frage Nummer 9 ist mal eine auf jeden Fall persönlichere Frage. Mich würden deine Tattoos sehr interessieren, auch wenn das nichts mit Filmen zu tun hat. Und ich sag's mal so viel, gar kein Problem. Wie gesagt, das Format hier soll ja auch dafür da sein, wenn ihr Fragen an mich so im persönlichen Bereich habt, gerne stellen. Und ich beantworte sie. Ja, was soll ich sagen? Man sieht, ich habe Tattoos, ne? Ihr seht's. Fangen wir mal chronologisch an. Angefangen hat alles mit diesem wunderschönen Schmuckstück. Ich weiß gar nicht, wie es halt soll. Das ist natürlich offensichtlich ein Yin und Yang mit Wölfen. Liegt daran, ich liebe Wölfe. Wölfe sind meine absoluten Lieblingstiere. Und ja gut, Yin und Yang macht in dem Fall ist halt einfach logisch. Aber auch, weil mir die Geschichte mit dem Konflikt der inneren Wölfe, der eine der gut, der eine der böse ist und welcher gewinnt, ist der, den man füttert, sehr gut gefällt. Weil es halt ziemlich gut aufs Leben so bezogen ist. So, wenn man sowieso schon irgendwie schlimme Sachen oder Probleme im Leben hat und dann noch weiter da drauf hineingeht, dann wird es halt auch nicht besser so. Versteht ihr, was ich meine? Mein zweites Tattoo ist dieser Anker hier. Sieht man das? Ich weiß gar nicht. Dieser Anker, das war oder ist ein Freundschaftstattoo mit einer Freundin von mir gewesen. Und das war unfassbar spontan. Wir haben gesagt, wisst ihr was? Komm, wir machen ein Freundschaftstattoo. Ab, hingefahren. Tätowierer war irgendwie sogar ein Gast-Tätowierer und wir hin und ja, Tattoo war da. Als nächstes kommt das gute Ding und das ist ein ewiger Knoten, beziehungsweise endloser Knoten, unendlicher Knoten, ist ein keltisches Symbol, was ich aus der Serie Teen Wolf tatsächlich, haha, da schließt sich der Kreis, habe. Und zwar ist es halt mehr oder weniger halt Unvollkommenheit, weil diesen Knoten, wenn du das jetzt so nimmst und halt aneinander setzt, geht's halt immer ins Unendliche. Ja, fand ich ein sehr cooles Symbol und ja. Das nächste Tattoo ist das größte, was ich mittlerweile hab, jo. Und das ist ein Zitat von The Dark Knight und zwar vom guten Joker. Auf Englisch halt, I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Und wir alle wissen, was es auf Deutsch heißt. Ich glaube, alles, was einen nicht tötet, macht einen komischer. Genau, denn ich liebe den Joker und halt das hier außenrum war einfach, ja, Deko dafür, nenne ich es mal. Und dann kommen die letzten vier Tattoos, die ich vor kurzem, man hat es vielleicht in den Videos gesehen, dazu bekommen habe. Und das ist einmal dieser kleine Geist, der Bu in der Sprechblase hat. Eine Taschentuchbox, falls man sie sieht, ich weiß es nicht. Weil ich den Gag ganz lustig fand, immer so, hier brauchst du ein Taschentuch, man kann den Leuten ein Taschentuch halten. Und weil ich auch gerne mal der Seelsorger in meiner Freundesgruppe bin. Dann ein Pflaster mit einem Smiley drauf. Frag nicht warum, ich fand es einfach unfassbar lustig und cool und irgendwie sah das, fand ich, dass die Stelle auch so lustig ist, so als hätte man sich da geschnitten und ja. Und naja, dieser Smiley, der ist leicht inspiriert an Joker natürlich hier aus Suicide Squad halt mit diesen Smileys, die halt immer da sind und ja, den fand ich halt auch ziemlich geil und ja, war das? Das war alles. Das sind meine Tattoos. Da werden auf jeden Fall noch mehr dazukommen, bin ich definitiv sicher, denn ich liebe Tattoos. Das einzige Problem mit den Dingern, die sind halt teuer. Das ist das Problem. Frage Nummer 10. Meine Frage wäre, ob du mal alle The Walking Dead Staffeln ranken kannst. Von gut bis schlecht. Und darauf, die Frage kann ich relativ fix beantworten. Ja, kann ich machen. Ich bin mehr oder weniger auch dabei. Ich habe ja wieder angefangen, die Serie zu rewatchen. Bin jetzt Staffel 7 angekommen und schreibe mir währenddessen immer nebenbei schon raus, was, wie ich die Folge ranken würde, beziehungsweise halt einschätze. Und ich denke mal so in, ich würde mal sagen, vielleicht einen Monat bis zwei wird dieses Video auf jeden Fall kommen, aber es kommt definitiv. Frage Nummer 11 enthält quasi zwei Fragen. Erstens, was ist deine Lieblingsserie? Ich würde, glaube ich, schon zu The Walking Dead tendieren, weil The Walking Dead ist die Serie, die ich auch wirklich jetzt mittlerweile das vierte oder fünfte Mal gerewatcht habe und ich kann auch damit nicht aufhören. Jedes Mal aufs Neue ist die Serie einfach genial für mich. Natürlich gibt es auch noch viele andere Serien, die ich gerne mag. Ich liebe zum Beispiel Naruto. Mein Gott, liebe ich Naruto. Naruto Shippuden, natürlich kommt auch dazu. Es gibt so viele Serien, die ich einfach gut finde. Vielleicht mache ich da auch mal so einen, meine Top 10 Serien, die ich quasi immer gucken kann. Wenn es euch interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann werde ich das auf jeden Fall mal machen. Weil da gibt es viele. Es gibt sehr viele Serien. Da müsste ich mich aber selber auch hinsetzen und wirklich nochmal Revue passieren lassen, was wirklich die Serien sind, die ich sage, okay, und die kann ich mir auch wirklich
sehr, sehr oft angucken. Und die Frage Nummer 2, die gestellt wurde, hast du einen Freund oder Freundin? Und die Frage ist ganz, ganz simpel beantwortet. Nope, I don't have a girlfriend. Nee, ich bin single like a Pringle. Dieser Spruch. Original, als ich dieses Video hier geplant habe, ging mir dieser single like a Pringle Spruch nicht aus dem Kopf und ich wusste, ich werde ihn hier bringen, auch wenn ich es nicht gewollt habe. Aber ja, ich bin Single. Nein, also ich habe keine Freundin. Kommen wir zu Frage Nummer 12. Was hältst du von der Back to the Future Trilogie? Fan davon? Überhaupt gesehen? Wenn nein, machst du auch mal Watches nach Wünschen deiner Abonnenten? Und falls ja gesehen, sag doch mal ein paar Worte dazu. Also erstens, ich mit diesen Watches nach Abonnentenwunsch, ja. Also ihr könnt mir gerne mal vorschlagen, was ich gucken soll. Wie gesagt, Into the Badlands gucke ich jetzt auch nur auf einen Kommentar hin von einem von euch. Und wenn ihr Vorschläge habt, guckt mal das und machen wir vielleicht ein Video drüber. Haut's gerne rein. Ich werde mir die Zeit potenziell dann nehmen und dann auch gerne ein Video dazu machen. Aber was soll ich sagen? Bei Back to the Future muss ich es nicht machen, denn die Filme habe ich ungefähr 1 Million Mal gesehen. Pi mal Daumen. Und was soll ich sagen? Ich liebe sie. Also Zurück in die Zukunft ist wirklich, diese drei Filme sind wirklich auch Filme, die kann man auch immer gucken. Es geht einem schlecht, Back to the Future. Es geht einem gut, Back to the Future. Es geht einem mittelmäßig, normal. Es sind Feiertage, es ist Geburtstag, Karneval, Neujahr. Die gehen halt immer. Und ich bin auch mittlerweile fast schon dabei auf dem Trichter. Ich kann die fast alle komplett mitsprechen. Mein Vater ist da sogar noch besser. Er hat die Filme halt noch mal öfter gesehen. Und der kann wirklich, ich würde schon sagen, zu 100% den ersten Teil auf jeden Fall zu 100% mitsprechen. Zurück in die Zukunft, einfach mega geile Filme. Vielleicht mache ich mal ein extra Video dazu. Ich habe auch Bock, die mir nochmal anzugucken. Das wird ja sich dann der Kreis schließen. Dann würde ich einfach sagen, ich gucke mir die an und mache danach mal ein Video dazu. Weil die Filme sind einfach Hammer. Und kommen wir nun zum letzten bzw. 13. Kommentar. Der da wäre: Erstmal mega, wie interessant deine Videos immer sind. Dankeschön. Und gern geschehen. Und meine Frage ist, wie bist du damals dazu gekommen, mit YouTube anzufangen und wenn ja, gefällt es dir? Und das ist auch eine Frage, da könnte ich quasi ein ganzes Video zu strecken, aber ich versuche es einfach mal zu kurz zusammenzufassen. Erstmal, wie es mir gefällt, ich liebe es, es macht mir einfach Spaß. YouTube-Videos zu machen, macht mir einfach Spaß, beziehungsweise allgemein Videos zu machen. Kurz angefangen, ich habe schon immer, seitdem ich ungefähr Internet besitze oder einen Computer einen eigenen besitze, habe ich schon immer YouTube-Videos gemacht. Ich habe in meinem Leben ungefähr 500 E-Mails mit jeweils 200 YouTube-Accounts. Angefangen hat es natürlich mit irgendwelchen dummen Handy Videos, die ich mit einem Kumpel an Wochenenden gemacht habe, wo wir, weiß ich nicht, eine Taschenlampe aus dem Fenster geschmissen haben, Autos mit Deo oder Haarspray angezündet haben, so Matchbox-Autos. Keine großen Autos, also keine Panik. Und noch viel mehr anderen Scheiße. Ich habe die Videos sogar, oder ich weiß sogar, wo ich die Videos finde. Eventuell könnte ich sie ja mal zeigen, dann wisst ihr, wie ich mal damals drauf war. Darüber hinaus ging es dann weiter. Ich habe mit dem Kumpel dann auch immer, wenn wir gezockt haben, einfach Videos aufgenommen, die einfach hochgeladen, auch untereinander. Ich habe einfach immer Videos hochgeladen. Auch im Jahre, ich würde sagen, es war 2017, 18 habe ich mir meine erste Kamera gekauft und habe auch einen YouTube-Kanal aufgemacht, wo ich auch solche Art Videos gemacht habe. Das war aber mehr Comedy-Video. Hier so zum Beispiel 5 Arten von Schülern, 5 Arten von Lehrern, 5 Arten von YouTubern und habe da halt so diese klassischen 2016, 17, 18er Videos gemacht. Habe die leider alle gelöscht. Biggest Fehler of my life. Aber an für sich habe ich schon echt lange immer YouTube gemacht. Bis es dann zum Jahre 2019, würde ich sagen, habe ich mit einem Kumpel den YouTube-Kanal Noobs Unlimited gestartet und da haben wir dann Ark Let's Played oder Let's Playen das. Der Kanal ist auch tatsächlich noch aktiv. Da wird regelmäßig Videos hochgeladen und halt hauptsächlich zu 99,999% Gaming, denn wir zocken halt fürs Leben gerne und haben immer gesagt, weißt du was, und das laden wir einfach hoch. Scheiß drauf, so einfach, weil wir es uns auch gerne angucken und Videos schneiden. Macht mir halt auch unfassbar Spaß. Und dann ist halt dieser Kanal entstanden aus beiden kombiniert. Ich liebe es, YouTube zu machen. Ich liebe es, Videos zu schneiden oder allgemein Videos zu machen. Plus der Aspekt, ich liebe es, über Serien und Filme zu reden. Weswegen es dazu kam, dass ich diesen Kanal hier gegründet habe, damit ich einfach mal meine Filmseriengrütze aus dem Kopf rausnehmen kann und die in ein Video packen kann, damit das halt vielleicht Leute interessiert. Und das funktioniert auch super. Denn ich muss ehrlich sagen, das mit dem Kanal hier läuft für mich persönlich so Hammer. So viele Leute von euch sind jedes Mal unter jedem Video unfassbar aktiv. Ich treffe gefühlt auch immer mit den Schwarzen bei euch, mit den Meinungen auch meistens. Und allgemein, ich finde es halt einfach geil, so viele verschiedene Leute, weil halt Film und Serien halt ein groß gefächertes Genre ist, aber halt trotzdem sehr nischig auch, macht es halt unfassbar Spaß. Abgesehen jetzt von dem Wachstum, was ich auch unfassbar krass finde in der kurzen Zeit, wie viele Abonnenten dieser Kanal gemacht hat, macht es mir einfach unfassbar Spaß zu sehen, wie euch auch die Videos gefallen. Und ja, deswegen kam auch hier dieses Video, weil ich gemerkt habe, okay, die Leute sind nicht nur hier wegen zum Beispiel momentan The Walking Dead, weil ich muss auch sagen, The Walking Dead übernimmt gerade sehr stark Überhand auf diesem Kanal, aber mein Konzept ist sowieso hier von dem Kanal, ich mache das, worauf ich gerade Bock habe. Und gerade ist es The Walking Dead, weil es für mich ein sehr aktuelles Thema ist. Und
Euch gefällt es ja auch nach wie vor, aber nichtsdestotrotz werden auch immer weiterhin andere Videos kommen auf Filme, Serien und auch natürlich ein Teil Games, denn das will ich auch ab und zu immer mal hier und da thematisieren. Oh ja, und das wäre damit auch die letzte Frage, die ich in diesem Video beantwortet habe. Und wahrscheinlich ist das Video auch länger geworden, als ich gedacht habe. Vielleicht kriege ich es auch auf eine gute Länge geschnitten, aber am Ende des Tages hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich konnte eure Fragen gut beantworten. Wie gesagt, zwei Videos sind ja auf jeden Fall schon mal geplant, um die Fragen zu beantworten, die ich hier nicht hundertprozentig beantworten konnte. Und ja, wie am Anfang schon erwähnt, wenn ihr weiterhin Fragen habt, wenn euch irgendwas interessiert, wenn euch was unter den Fingernägeln brennt, schreibt es gerne in die Kommentare mit dem Hashtag #CouchComments. Ich werde die Fragen dann irgendwann, wenn ich genug gesammelt habe, in einem Video #CouchComments halt dann beantworten. Und ja, wie gesagt, wenn viele Resonanzen positiv zurückkommen mit sehr vielen Fragen, dann wird es halt öfter kommen und sonst immer mal wieder, ne? Aber jetzt möchte ich das Video auch nicht länger strecken, als es wahrscheinlich schon ist. Wenn euch Serien und Filme interessieren, ihr wisst, was ihr zu tun habt eventuell, checkt mal den Kanal aus, da gibt es alles Mögliche daran. Und da drüben. Und da drin. Das war schon wieder kein deutscher Satz. Aber ich möchte jetzt nicht lange rumlabern und würde sagen, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Ihr wisst, was kommt. Character Clash Turnier am Sonntag. Und dann wieder auf derselben alten Couch wieder. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.